Jesaja 1 ab Vers 10. Wer seine Bibel dabei hat, darf mit aufschlagen. Jesaja 1, Vers 10 und folgende. Da heißt es: Hört das Wort des Herrn, ihr Fürsten von Sodom. Nimm zu Ohren das Gesetz unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Hier spricht Gott aber zu seinem eigenen Volk Israel. Er sagt: Was sollen mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr? Ich bin Brandopfer von Wittern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer, Böcke habe ich keinen Gefallen. Wenn ihr kommt und vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliche Speisopfer, Räucherwerk ist mir ein Greuel, Neumonde und Sabbat Versammlungen halten, Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Und Vers 15, und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Es hat mal ein bekannter Lobpreisleiter gesagt, da ging es in Bezug auf Gottesdienst, Anbetung, Lobpreis. Und er wurde gefragt, gibt es Dinge, die vor Gott nicht möglich sind? Und dann meinte er eigentlich sinngemäß, nein, eigentlich ist alles möglich, denn Gott kann viel aushalten. Wenn ich den Text hier lese aus Jesaja 1, da sehe ich aber Folgendes: Gott hält eben nicht alles aus, sondern es gibt einen Punkt, wo Gott sagt, euer Gottesdienst ist nichtig, den möchte ich nicht mehr haben. Und ich denke gerade für einen wiedergeborenen Gläubigen, der den Herrn Jesus liebt, für den ist es doch wichtig, dass wir wissen, oder unser Ziel soll sein, was ist eigentlich ein angenehmer Gottesdienst vor unserem Herrn, dass wir nicht fehlgehen. Ich denke, das ist gerade wichtig in unserer Zeit, dass wir wissen, was ist denn eigentlich dieser Gottesdienst? Denn wir leben in einer Zeit, wo jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Du kannst 10 Leute fragen, was ist ein rechter Gottesdienst, und kriegst 11 Antworten. Das heißt, wir müssen, und auch gerade in Zeiten von Corona, wo ja Versammlungen letztendlich auch ausgesperrt waren, wo es nicht mehr normal ist, dass ich und du weiß, ja, was ist eigentlich vor Gott der angenehme Gottesdienst? Und das soll auch das Thema heute sein. Was ist der vernünftige Gottesdienst? Wie sieht er praktisch aus? Und wir wollen den Text aus Römer 12, Vers 1 und 2 dazu nehmen. Und wer gestern aufmerksam war, der weiß, wir haben gestern auch Römer 12, 1 bis 2 angeschaut. Wenn man davon ausgeht, dass der Herr souverän ist und keine Fehler macht, dann müssen wir es einfach so annehmen, dass wir heute nochmal denselben Text betrachten. Das wird seinen Grund haben. Ja. Und ich möchte am Anfang den Text nochmal lesen, aus Römer 12, Vers 1 und 2. Was ist ein vernünftiger, logischer Gottesdienst vor Gott? Ich und der Lothar haben uns vorher nicht abgesprochen, deswegen sehe ich es einfach aus Gottes Hand. Da heißt es: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger oder logischer Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Soweit dieser Text. Und Paulus beginnt hier in Bezug auf den Gottesdienst in Vers 12,1. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir einen Gottesdienst feiern sollen. Das ist unsere Motivation. Er sagt, die Barmherzigkeit Gottes. Wir sind oft so geneigt, vielleicht auch vom Charakter her, dass wir denken, wenn wir einen Gottesdienst feiern, der ist zuallererst für uns, für unsere Bedürfnisse. Wir sind sehr orientiert nach Ergebnissen, wir wollen erbaut werden, wir wollen etwas mitnehmen aus dem Gottesdienst, vielleicht sogar aus dem Lobpreis. Das ist die eine Sache, dass wir oft den Gottesdienst für uns nehmen, aber andere gehen in den Gottesdienst und sagen, oh, ich muss jetzt was bringen für Gott, ich muss etwas Gott geben. Aber der Paulus geht hier anders vor, er sagt, diese Grundhaltungen können unter Umständen gut sein, aber der Grund unseres wahren Gottesdienstes sind
die Barmherzigkeiten Gottes. Und das steht hier im Griechischen in der Mehrzahl. Das sind die vielfältige, mannigfaltige Arten Barmherzigkeit, die Gott uns zugetragen hat. Und das ist der Grund für unseren vernünftigen Gottesdienst. Und deswegen sagt Paulus, ich ermahne euch nun. Ich ermahne euch aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Und hier im ersten Vers, dieses Ermahnen, das ist wichtig, dass die Grundhaltung, warum wir zum Gottesdienst gehen oder warum unser Leben Gottesdienst sein soll, ist die Motivation. Paulus sagte, ich ermahne euch, aber hier hat er ein Wort genommen, Parakaleo, das nicht scharf ermahne ist, das nicht ins scharfe Gewisse rede. So wie wenn ich zu einem sage, komm, wir gehen mal kurz ins Zimmer und jetzt muss ich dir mal die Levite lesen. Das meint er hier nicht, sondern er meint hier, Parakaleo, ich möchte dir tröstlich ins Gewisse reden. Ich möchte dich auferbauen. Ich möchte dich letztendlich, Parakaleo, ich möchte dich beiseite nehmen und dich tröstlich ermahnen aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Das ist der Grund, ganz am Anfang, das ist wichtig, dass wir auch die Motivation verstehen hier, warum wir etwas tun sollen. Es gibt verschiedene Charakterarten. Der eine ist eher Holzklotz, der andere ist eher sensibel, perfekt. Und es macht schon etwas aus, mit welcher Grundhaltung ich an das gehe, was wir gleich sehen. Die Praxis. Ich kann zum Beispiel zu meinen Kindern sagen, die haben jetzt gesehen, ich gehe wieder in den Sport und die Kinder haben gesagt, oh, wir wollen auch mitgehen. Dann habe ich zu ihnen gesagt, ihr könnt es machen, Sportstudio, dass ihr euch bewegt, ist wunderbar. Aber ihr habt einen Einjahresvertrag dort. Das heißt, ihr müsst durchhalten. Ein Jahr, wenn wir das anfangen, zieht ihr es auch durch. Und jetzt weiß ich ja schon von vornherein, die sind am Anfang sehr motiviert, aber das bleibt nicht immer so. Ich kenne das ja von mir selbst. Wisst ihr, jetzt kann ich auf zwei Arten zu denen gehen, wenn sie gerade diese Down-Phase haben, indem ich ihnen von oben herab sage, was habe ich euch damals gesagt? Ihr müsst dahin gehen. Wisst ihr, das funktioniert, manchmal ist das auch angebracht, aber die Motivation dahinter ist anders, wenn ich zu ihnen sage, du, ich weiß gerade, du hast keine Lust. Aber jetzt schau mal die positiven Aspekte davon, das, was du schon alles erreicht hast. Und wenn du das heute tue wirst, es wird dir nur zum Gute dienen. Das ist eine ganz andere Motivation. Wissen auch, wenn wir wieder hier, was sie alles in der Praxis tun sollte und ich, dann muss die Motivation aber die sein, die der Paulus uns hier nahelegt. Wisst ihr, ich denke, euch reicht es auch anhand dieses Zeitgeistes, wir haben eh schon genug Druck. Der Antichrist, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Der Antichrist, der Geist, der will uns zermürben. Das heißt, wenn ich jetzt noch komme und sage, ihr müsst das tun und das tun und das tun, aus Grund von einem schlechten Gewissen vielleicht, dann ist uns hier auch nicht viel geholfen. Das heißt, hier ein tröstliches Ermahnen, ein Erbauen. Ihr sollt aufgrund der Barmherzigkeit Gottes einen praktischen Gottesdienst führen. Das ist der erste Punkt hier. Und jetzt sagt der Paulus ja hier, ich ermahne euch nun, oder deshalb, aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Was sind denn die Barmherzigkeiten Gottes, die er uns zugetragen hat? Das ist eigentlich ganz einfach. Paulus, er baut ja seine Briefe immer so an, dass er erst die Theorie macht und dann die Praxis, und das ist gut. Ich muss als erstes mal wissen, was sind die Barmherzigkeiten Gottes, damit ich dann in die Praxis loslegen kann. Und das macht Paulus in der ersten 11 Kapitel. In der ersten 11 Kapitel legt er den Grundstein für unsere Praxis. Er sagt in der Theorie, was Gott getan hat, und dann fängt er an. Wissen, wir haben heute oft so, dass Leute tue wollen, und die wissen gar nicht, warum sie etwas tun. Dann hast du Kindergarten. Aber hier sagt Paulus in der ersten 11 Kapitel die Barmherzigkeit Gottes. Und was sagt er denn? Er sagt, ich möchte nur ganz abrissartig kurz unsere Motivation darstellen. Er sagt, es gibt den dreimal heiligen Gott, das sagt er in Kapitel 1. Und er sagt, dieser Gott ist so heilig, dass er Sünde nicht mit ansehen kann. Und deswegen, weil diese abgefallene Menschheit so böse ist, wird das Gericht Gottes über diese Menschheit kommen. Er sagt in Vers 1,18, und Gottes Zorn wird geoffenbart vom Himmel her über alle Ungerechtigkeit. Und dann zeigt er auch, warum. Wisst ihr? Und jetzt können wir uns alle mit einschließen, denn wir alle waren in diesem Bereich Täter. Er sagt, wir alle waren verloren. Er sagt, Gott muss die Menschen sogar dahin geben, weil sie die Tiere anbeten, weil sie Gott nicht gedankt haben. Das ist der praktische Atheismus.
Ja, und er sagt dann, deswegen muss Gott sie dahin gehen in sexuelle Unzucht. Das ist das, was wir heute haben. Er sagt dann weiter, das reicht nicht. Er sagt, die zweite Dahingabe ist sogar so, weil die Menschen immer noch nicht umkehren, dass er sie in gleichgeschlechtlicher Sexualität dahin gibt. Das ist das, was wir heute auch haben. Ganz normal. Und der dritte Punkt ist dann, er gibt sie dahin, letztendlich noch ein Gericht, in unwürdiger Gesinnung. Das heißt, sie können nicht mehr klar denken. Wie sagt Gott, das ist Dahingabe. Wenn wir heute darüber diskutieren, dass es nicht mehr zwei Geschlechter gibt, sondern 60 und die Leute sagen, das ist normal, und du fragst dich, das ist ja dumm, dann musst du sagen, ja, aber sie können es nicht mehr klar denken, weil Gott sie dahingegeben hat, in unwürdiger Gesinnung denken. Und das ist ein Gericht Gottes. Er sagt, der Mensch ist so böse, er sagt dann in Kapitel 2 und 3, der Jude ist genauso böse wie der Heide, die schenken sich gar nichts, obwohl sie das Gesetz haben, sind sie trotzdem böse. Er sagt in Kapitel 3, alle Menschen, da ist keiner, der Gott sucht, alle haben gesündigt, alle sind verloren. Das heißt, das Todesurteil in dieser Welt ist im 1, 2, 3. Kapitel, legt er einfach da und da hast du dazugehört. Und dann Ende Kapitel 3 sagt er, nun aber ist Gerechtigkeit Gottes offenbart worden. Wisst ihr, das ist so, wie wenn du, Paulus zieht letztendlich alle Füße weg, du hast keine Chance mehr. Und dann sagt er, nun aber ist Gerechtigkeit offenbart in Jesus Christus, weil er sein teures Blut vergossen hat. Und dann fängt er an, Kapitel 4, 5, 6, wir werden durch Glaube gerechtfertigt, obwohl es überhaupt keine Chance gab. Er sagt dann sogar Kapitel 6, 7, 8, wie wir jetzt praktisch vorangehen können mit dem Heiligen Geist. Er sagt dann sogar in Kapitel 9 bis 11, dass Israel sogar eine Zukunft hat. Dieses absolut abgefallene Volk, sagt er, wird am Ende wiederhergestellt werden. Ein Drittel davon. Und wenn man das jetzt sieht, diese ersten 11 Kapitel im Schnelldurchlauf, ich habe keine Chance mehr. Und jetzt tritt Gott in diese Welt ein und sagt, er errettet mich allein auf Gnade. Abraham ist das Beispiel. Da muss ich sagen, hey, also wenn ich mein Leben anschaue vorher und ich hätte keine Chance gehabt und jetzt kommt Gott und tut etwas für mich, ja, was ist meine Motivation? Genau das, jetzt möchte ich Gottesdienst darbringen. Das ist gegen jede Tradition und Frömmigkeit. Du hast keine Chance. Aber hier sagt er eben das, weil das Evangelium so wunderbar ist, deswegen tue ich jetzt etwas. Wie gehst du in den Gottesdienst? Sind dir die Barmherzigkeit Gottes bewusst? Oder gehen wir in den Gottesdienst, weil halt um 8 der Wecker klingelt? Weil man es eben tut. Ist auch in Ordnung, gewisse Disziplin gehört dazu. Aber hier ist ja schon die Frage, was motiviert uns? Und ich denke gerade in dieser Zeit, wo immer alles so viel Druck ist und Not und dass wir uns diese Freude bewahren und immer wieder zurückblicke. Bitte? Was hat Gott eigentlich getan für uns? Und jetzt können wir anfangen. Wenn diese Grundmotivation geregelt ist, jetzt sagt Paulus weiter in unserem Ausgangstext, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt, was sagt er? Dass ihr 10.30 Uhr immer pünktlich im Gottesdienst seid. Oder 18 Uhr ist bei uns. Dass ihr nie ihr Gottesdienst versäumt. Das gehört dazu, aber er sagt hier was anderes. Haben wir gestern auch schon gehört, dass ihr eure Leiber darbringt. Das ist das Erste, was er sagt. Wir sollen unsere Leiber darbringen. Warum sagt er Leiber? Auch wieder eigentlich einfach. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib und das ist im Grunde genommen eine Einheit. Holistisch. Das heißt, das können wir nicht trennen. Der Geist, Seele und Leib, daher kommt ja auch Psychosomatik her, wenn die Seele nicht stimmt. Drückt sich ja letztendlich nur im Körper oft aus. Und er sagt hier, wir sollen unseren Leib darbringen. Der Herr Jesus sagt einmal, was im Herzen ist, das kommt durch den Mund wieder raus. Das heißt, was in dir drinne ist, das kommt früher oder später raus. Das ist wie ein Automat. Du wirfst was rein, ihr kennt ja diese Lebensmittelautomate, und dann kommt etwas Wunderbares raus. Das Problem beim Menschen ist aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir aufpassen müssen. Der Mensch ist gewieft. Du kannst einen Automat haben, der sieht von außen wunderbar aus. Du kannst das Geld reinwerfen, aber unter Umständen kommt da ein Apfel raus und das siehst du nicht. Erst wenn du reinbeißt, der von innen verfault ist.
Und jetzt kommen wir zum Problem oder zur Motivation des wahren Gottesdienstes, wo wir ein bisschen aufpassen müssen. Ich möchte nochmal eine Stelle aus dem Jesaja lesen, und zwar aus Jesaja 29, 13. Jesaja 29, 13. Da heißt es: Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Das heißt, hier sagt Gott, du kannst unter Umständen dich selbst betrügen oder andere betrügen, du kannst versuchen, Gott zu betrügen, er sieht es ja sowieso. Das kann sein, dass du in der Tradition verhaftet bist, du machst immer etwas so, wie es ist, du denkst sogar, das ist fromm. Aber Gott sagt hier letztendlich, es ist der falsche Gottesdienst. Jeremia 17, 9 sagt, das Herz des Menschen ist absolut trügerisch. Wieso kannst du auf etwas denken, du hast es, aber bist trotzdem gar nicht vor Gott in der rechten Motivation? Und deswegen, ich habe das selbst schon erlebt, das ist, aber ich meine das gar nicht böse, sondern ich kenne ja mein eigenes Herz auch. Aber das Menschenherz ist trügerisch und du kannst Leute oder Gott versuchen, etwas vorzuspielen, was gar nicht von dir auskommt. Und dann hast du schon das Problem, dass das kein wahrer Gottesdienst ist. Ich habe das mal erlebt, ich war noch relativ jung im Glaube, ich wusste nicht links noch rechts, ich wusste eigentlich gar nichts groß. Und bin in eine Gemeinde gekommen und da war das Motto, geht dein Rock bis übers Knie, siehst du die Himmelspforte nie. Also es war, ja, also wir müssen nicht über die Kleider, und das ist alles richtig wunderbar. Nur das Problem war, und das sehe ich heute Jahre später, wenn diese Dinge, die sind wichtig, das brauchen wir gar nicht diskutieren, dass die Gläubige normal kleiden und so, keine Frage. Aber wenn diese Dinge, und das war in dieser Gemeinde sehr hochgestellt, wenn diese Dinge auf der gleichen Ebene wie das Evangelium stehen und du jetzt als nichtsahnender Mensch da reingehst, ich habe meine Frau damals noch mitgenommen, die wusste ja nichts. Ja, und du merkst dann auf einmal, wie dich die Leute, die waren zwar freundlich, aber sie haben doch irgendwo Anstoß gehabt, du hast es gemerkt und wir wussten nicht warum. Also da war alles tippetoppe in der Gemeinde, aber, und das habe ich dann gemerkt, die Leute, die da drin saßen, das war eigentlich so was wie ein Familienclan, das war eine relativ kleine Gemeinde, und da war auch einer, der kam relativ kurze Zeit vor mir, und der hatte wunderbare Gabe zum Predigen gehabt. Er hat wirklich super gepredigt, war ein Deutscher auch, und er hat gepredigt, und immer wenn er gepredigt hat auf der Kanzel, hatte sich eine Schwester, ein oder zwei Schwester, demonstrative Zeitung rausgeholt, und hat angefangen zu lesen. Wenn er Amen gesagt hat, hat er sie wieder weggelegt und dann ging es weiter. Der hat einfach nicht in das Bild von denen gepasst. Und ich dachte mir damals, ihr habt alles so schön, wunderbar von außen, nicht alles. Aber ist das, was du da tust auf deinem Sitzplatz, vor Gott angenehme Gottesdienst? Wenn du im Grunde genommen dem Prediger ins Gesicht spuckst, hättest du genauso tun können. Das wäre wenigstens ehrlich gewesen. Und hätte gesagt, wir wollen dich hier nicht. Und das ist das, was der Mensch oftmals, ja, das ist trügerisch. Was ist meine Einstellung vor Gott? Und deswegen sagt er hier der Paulus, du musst dein Leib darbringen. Das ist vor Gott ein angenehmer Gottesdienst. Was ist der Leib? Ja, alles, was mich hier ausmacht. Meine Augen, meine Ohren, meine Füße, meine Hände. Und das ist der Punkt. Und der ist mir bei der Vorbereitung nochmal so groß geworden. Ja, was tust du eigentlich mit deinem Leib? Dieser Gottesdienst ist ja nicht nur die Stunde, die wir hier verbringen, sondern 23 Stunden plus. Und Paulus sagt eben hier, der ganze Leib, vor allem der Mund. Jakobus sagt über die Zunge, es ist das gefährlichste Brandmittel überhaupt. Das ist ein Brandbeschleuniger, das ist ein Feuer, das ist wie eine Feuerwalze, wenn du die einmal loslässt. Und ich habe das schon erlebt, von mir selber, ich habe immer was ich öfter das gesagt, das ist böse, das kannst du nicht mehr aufhalten. Und das ist genau das, was ich selbst auch schon erlebt habe, jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Ich war mal im Haus, da waren zwei Schwestern miteinander gestanden, die haben nicht gesehen, dass ich da war. Ich war im Kabuff und habe ein Buch gelesen
Und die zwei Schwestern, das war kurz vorm Gottesdienst, die haben herrlich über eine dritte Schwester, die nicht anwesend war, getratscht. Und als es dann in den Gottesdienst ging, dann haben die gesungen und wunderbar. Ich habe mir gedacht, ist das etwas, was Gott gefällt? Ist das ein Gottesdienst? Jetzt kann ich nicht immer sagen, die andere, sondern ich muss mal bei mir gucken, wie sieht es bei mir aus? Das ist dieser ganze Tratsch in der Gemeinde, auch über die Ältesten. Wisst ihr, anstatt man den Mut hat zu sagen, gut, dann gehe ich mal hin und kläre die Dinge, dann werden E-Mails geschrieben, dann werden Telefonate gemacht hintenrum und auf einmal hast du ein Bollwerk gegen dich und du weißt gar nicht, um was es eigentlich geht. Ist das vor Gott angenehm im Gottesdienst? Die Bibel sagt in Römer 14, 19, wir sollen dazu dienen, zur Erbauung, dass wir den anderen aufbauen, dass wir freundlich miteinander sprechen, dass wir den anderen höher achten als uns selbst, dass wir haben es gestern gehört, auch die Witwe und Waise besuchen. Das ist der Gottesdienst vor Gott. Wisst ihr, da muss ich mich einfach fragen, du dich vielleicht auch, wie steht's mit meiner Zunge? Wie steht's mit meinem Mund? Das gehört auch zum Leib. Die Ohren. Was hörst du dir an? Das ist das nächste Einfallstor. Ich denke, ich muss euch nicht sagen, obwohl das auch zum Gottesdienst gehört und mir, dass ich mich vom albernen Geschwätz und von obszönen Dingen einfach fernhalte. Beziehungsweise ich verschließe halt meine Ohren, so gut es geht. In dieser Welt wird es immer schwerer. Aber auch dem Tratsch, dass ich ihm keine Gelegenheit gebe. Ich denke, das ist offensichtlich. Aber wir haben ein ganz anderes Problem in unserer Zeit und das betrifft die Gläubigen mehr. Und zwar sagt Paulus in 1. Timotheus 4, 3, es wird die Zeit kommen, da werde sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. Die Gläubigen. Sondern die werden sich selbst Lehrer holen, die dann Lehre bringen, die ihnen in der Ohren juckt. Ich habe das jetzt auch wieder live gesehen, gerade in unserer Zeit. Ich habe vor ein paar Wochen im Gottesdienst sonntags über die Obrigkeit gepredigt. Das mache ich normal, sonst ist das kein Thema für den Gottesdienst. Aber ich habe einfach dargelegt oder versucht darzulegen, dass es für die Gläubige ein Muss ist, der Anordnung, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen, solange es nicht gegen Gottes Gebote geht. Sprich ganz praktisch Corona, wir haben das zu tun, was die Obrigkeit sagt. Jetzt wusste ich genau, ich predige das Thema und ich habe es wirklich versucht, von Anfang bis Ende durchzudenken. Und ich habe aber Leute in der Gemeinde, denen kannst du tausendmal das Gleiche predigen, die stehen am Anfang oder am Ende doch auf und sagen, nö, mach mal nicht. Wir haben jetzt sogar einen Mann gehabt, das wird aufgenommen, also einen Mann gehabt, einen Verkündiger gehabt, der hat auch diese Ansicht gehabt, wir müssen uns der Obrigkeit in dem Sinne nicht unterordnen. Und der hat sich dann auch so verhalten bei uns im Gottesdienst. Der hat jedem die Hände geschüttelt, wollte Hände schütteln, hat keine Maske angezogen, hat gesungen, lauthals auch. Wisst ihr, da muss man ihn ausladen jetzt. Es geht nicht, aber das ist das Problem auch, denke ich, gerade in der Gemeinde. Jeder hört nur noch das, was er will. Und das ist heute so einfach. Wenn ich nicht mehr höre, ich meine, ich bin in der Gemeinde gestellt, da habe ich die Ältesten, die sollen nach bestem Wissen und Gewissen predigen, aber das ist ja heute gar kein Problem mehr. Wenn mir nicht passt, was der predigt vorne, dann gehe ich halt in YouTube und hole mal genau den, der das predigt, was ich hören möchte. Deswegen auch hier, frag dich mal, was ist deine Ausrichtung in Bezug aufs Hören? Kannst du es noch annehmen, was Menschen dir sagen durch das Wort Gottes? Und das Letzte hier, die Augen natürlich, ist auch etwas, wo man immer wieder aufpassen müsse. Der Herr Jesus sagt, wenn dich dein Auge zur Sünde verleitet, dann musst du es ausreißen. Also auch hier, du musst eigentlich radikal sein mit dem, was du dir anschaust. Ich denke, das ist jetzt auch klar. Ja, wir gucken oder wollen gewisse Dinge nicht mehr anschauen. Aber auch hier wieder, der Jesus sagt mal bildlich, und das geht jetzt einen Schritt weiter, was siehst du? Das meint er natürlich bildlich, aber es geht ja trotzdem über das Auge. Was siehst du? Den Splitter im Auge deines Bruders? Und dein eigener Balken siehst du nicht. Es geht genau so wieder wie das, was ich gerade über den Mund gesagt habe. Wir sind oft so schnell dabei, Menschen zu verurteilen, die zum Beispiel auch in die Gemeinde kommen. Das sagt man denen ja nicht ins Gesicht. Aber man verhält sich oft so, vielleicht auch Menschen, die schon länger dabei sind, dann, wo man denkt, ah, jetzt müsste es doch mal gepackt haben, jetzt müsste es doch mal verstanden haben.
oftmals vergisst man, dass diese Menschen vielleicht aus einem anderen Hintergrund kommen. Sie sind vielleicht nicht gut bürgerlich aufgewachsen, die haben schon gewisse Dinge drin, sondern die kommen vielleicht aus einem ganz schlechten Hintergrund und die haben vielleicht schon so viel Fortschritt gemacht. Von deiner Ebene aus siehst du das vielleicht gar nicht. Du denkst vielleicht, das ist immer noch ein Baby, aber für sich hat er schon so viele Fortschritte gemacht und du denkst jetzt aber, naja, der kapiert es ja nie. Ist das eine rechte Haltung vor Gott? Das muss ich mich auch immer wieder fragen. Wir sind schnell dabei, die Fehler von anderen zu suchen. Und ich denke, das ist eine gute praktische Anwendung. Das Gleichnis vom Pharisäer und vom armen Sünder. Wisst ihr, ich kann beten, ja, Gott sei Dank bin ich nicht so wie der. Gott sei Dank bin ich jemand, der gerecht ist vor Gott. Und was macht der andere? Gott sei mir armer Sünder gnädig. Wisst ihr, das ist die rechte Haltung. Bei dem, was wir in der ersten 11 Kapitel vom Römerbrief gesehen haben, musst du eigentlich nur noch sagen, Herr, Gott sei mir armen Sünder einfach nur gnädig. Und der Recht kommt. Paulus sagt nochmal im Römer 6,13, und das ist die Zusammenfassung von dem, das ich jetzt gerade gesagt habe, dass wir uns das nochmal vor Auge halten, Römer 6,13. Gebt euch nicht euren Gliedern der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Das ist eigentlich unser Programm. Dass wenn der Heiligung voranschreite, dass wir die Glieder unter Kontrolle haben, letztendlich, dass wir nichts machen, das gegen Gottes Anweisung ist, das ist der logische Gottesdienst. Das heißt, ganz praktisch, du musst natürlich wieder geboren sein, dann kannst du das tun. Und du musst in der Heiligung voranschreiten. Du musst gucken. Auge, Ohren und Nase. Alle diese Dinge. Aber jetzt möchte ich doch noch was sagen. Das ist ja schon wieder ein gewisser Druck. Also für mich zumindest. Wenn ich mich angucke, ich muss ganz ehrlich sein. Auge, Ohren, ne? Der Mund ist oft schneller. Oftmals denkt man, oh, wir wissen das doch alles, warum tue ich es nicht? Da muss ich einfach sagen, weil das ein Prozess ist. Ja. In Hebräer 4 heißt es einmal, der Herr Jesus hat Mitleid mit unserer Schwachheit. Und wenn ich 5-mal auf den Mund fliege, in dem Sinn, dass da schon wieder was Unnötiges rauskommt, dann gehe ich zum 5. Mal zum Herrn Jesus und sage, Herr Jesus, ich habe gesündigt, ich tue Buße, wasch mich mit deinem kostbaren und teuren Blut. Wisst ihr, man kann auch in diese Dinge, ich gebe mein Leib da schon wieder so in einen Prozess kommen, du musst, natürlich muss ich, aber das Evangelium Gottes gilt für mich trotzdem. Ich bin ein Sünder, ich werde immer wieder fallen und immer wieder, es heißt in der Sprüche, der Gerechte fällt 7-mal und steht trotzdem wieder auf. Das ist diese Barmherzigkeit Gottes, die treibt mich an, dass er nicht dasteht und beim 8. Mal, da haut er mir eine, sondern ich darf wieder aufstehen. Und das ist etwas Wunderbares, dass Gott so gnädig, dass seine Gnadeweise jeden Tag neu sind. Und das führt mich dazu, dass ich mein Leben darbringe als ein wohlgefälliges Opfer. Was heißt Opfer? Opfer heißt ganz tot. Wisst ihr, jeder, der wiedergeboren ist, der hat keinen eigenen Wille mehr, theoretisch, der soll das tun, was der Herr macht. Und ich kann das nur verstehen, wenn ich diese Motivation dahinter habe. Vielleicht noch eine Geschichte dazu. Als ich damals, ich war einfach brennend und wollte genau dieses Römer 12 auf mich anwenden. Ich habe gesagt, Herr, ich möchte es jetzt so ernst meinen wie dir, ich werde nicht mehr sündigen. Ich werde alles im Griff haben. Ich hatte gerade ein Buch gelesen über Heiligung noch, das hat mir noch mehr angespornt. Ich habe gesagt, heute lege ich mein Leben hin und will ihm ganz dienen. Dann bin ich rausgegangen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, zu meiner Frau oder zu den Kindern. Meine Frau war es, glaube ich. Die hatte einen dummen Satz gesagt. Ich habe noch dümmer reagiert, bin aus der Tür gegangen und habe gedacht, jetzt lass es. Bringt ja nichts. Funktioniert überhaupt nicht. Du wolltest vor 2 Minuten noch total heilig sein. Jetzt hast du wieder gefehlt. Das ist schon wieder das schlechte Gewissen. Das ist normal. Aber wir gehen trotzdem weiter. Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Jetzt sagt er in Vers 2, also das Erste ist klar, der Gottesdienst vor Gott ist der heiliges Leben, aber im Hintergrund, er ist barmherzig. Er vergibt mir und ich gehe weiter.
Und das zweite ist jetzt, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Ich soll mich nicht diesem Weltlauf anpassen, diesem Zeitgeist oder Zeitalter. Das ist auch der vernünftige, logische Gottesdienst. Das heißt, es steht hier in der Form, im Präsenzmedium, das Anpassen. Das heißt, ich soll mich nicht beständig zu meinen eigenen Gunsten, heißt es, zu meinem eigenen Vorteil, mich diesem Zeitgeist anpassen. Das heißt, es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich frömmer bin als alle anderen, sondern zu meinem eigenen Nutze soll ich mich diesem Zeitgeist nicht anpassen. Das ist mein vernünftiger Gottesdienst. Warum? Weil dieses Wort Zeitalter, Äon, haben wir gestern auch schon gehört, dieses Zeitalter oder dieses Zeitalter, Zeitgeist ist böse, sagt die Bibel. Ist absolut böse. Galater 1,4 heißt, dieser böse Zeitlauf, die Bibel geht sogar noch weiter, dass sie sagt im 2. Korinther 4,4, hier herrscht der Gott dieser Weltzeit. Das heißt, alles, was hier herrscht, die Moral, die Vorstellungen, das, was man dir hier mitgibt, das ist alles böse. Und ich denke, du merkst doch, dass in dieser Welt was schiefläuft. Allein schon der Punkt, die letzten Monate wird es intensiver. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welche Ehen er zerstören kann. Ich kann euch 5, 6, 7 Leute sagen, wo der Teufel massiv Ehe auseinanderbringt oder versucht zu bringen. Brutal. Und oftmals kannst du gar nicht verstehen. Unlogische Dinge. Da ist alles perfekt gewesen. Auf einmal kommt da jemand Neues rein. Zack, der ist weg. Der andere begeht Unzucht. Der ist weg. Dinge, wo du sagst, das sind gläubige Christen. Standhafte gläubige Christen. Da müssen wir echt aufpassen. Dieser Weltlauf, sagt die Bibel, ist absolut böse. Und das ist jetzt eben das. Und das nützt der Teufel gerade jetzt in dieser Zeit, wo alles kopfüber ist, nutzt er das total aus. Jetzt wir wieder. Wir wollen den lebendigen, guten Gottesdienst feiern. Der Teufel wird immer zu dir kommen und sagt, ich habe dir was Besseres. Lukas 4 sagt da zum Herrn Jesus, wenn ich dir die Reiche dieser Welt anbieten kann, kannst du zuschnappen, musst mich nur anbeten. Jetzt kannst du sagen, ja, das wissen wir doch alles und ich bin dafür nicht anfällig. Glaube ich nicht. Der Teufel geht mit logischen Trugschlüssen zu dir hin und wird dir was verkaufen, dass du erstmal sagst, finde ich gar nicht so schlimm. Wisst ihr, wie können zum Beispiel Christen, gestandene Freikirchler auf einmal eine Audienz beim Papst haben? Ja, weil es ist die Begierde. Das ist genau 1. Mose 3. Du, ich biete ja was an. Ist ja auch mal in der Zeitung zu stehen, dem Papst die Hand zu schütteln. Ist ja für die Prestige auch nicht gerade schlecht. Und so geht der Teufel immer voran. Wir müssen einfach gucken, dass wir dem nicht auf den Leib gehen. Und dieses dem Weltlauf anpassen, dieses Wort anpasse, heißt sich nach etwas bilden. Sich nach etwas bilden. Du sollst dich nicht nach diesem Zeitlauf bilden. Das, was wir heute zum Beispiel in der Schule sehen, von unseren Kindern, der wo Kinder hat, der weiß das. Evolution, Atheismus, 35 Geschlechter, all diese Dinge werden unsere Jugendlichen gebildet. Keiner schreit auf. Du siehst, das ist teuflisch. Da ist was dahinter. Dem wollen wir uns nicht anpassen. Und dieses Anpassen heißt nicht nur sich nach etwas bilden, sondern ebenso machen wie. Also ich soll es nicht ebenso machen wie. Das ist das größte Drama der Christenheit. Dass sie es ebenso machen wie. Dass du nicht mehr die abgesonderte Gemeinde bist, Ekklesia, die Herausgerufenen, sondern dass man jetzt sagt, wir als Gemeinde, ich weiß nicht, in welcher Gemeinde ihr seid, manche haben es gut. Aber viele, mit denen ich spreche, die hören, sie sagen mir immer genau das, ja stimmt, mein Pastor sagt auf einmal aus solche Dinge. Wir müssen uns in die Gesellschaft inkarnieren. Wir müssen die Gesellschaft erreichen, indem wir zu ihnen gehen und nicht ihnen das Evangelium predigen, sondern indem wir ihnen helfen. Der Teufel ist schlau. Wir müssen uns immer wieder fragen, wes Geist sind wir eigentlich?
Sind wir Himmelsbürger? Sind wir abgesondert? Suchen wir nach dem, was droben ist? Oder suchen wir nach dem, was uns die Welt anbietet? Ich habe das jetzt gesehen, ich war geschockt. Ich war mal eingeladen von einem Prediger, der wirklich klar stand. Der hat gesagt, du geh mal in meine Heimatgemeinde, da kannst du predigen. Da habe ich einmal gepredigt, dann habe ich nochmal gepredigt, dann habe ich nie wieder dort gepredigt. Und jetzt habe ich gesehen im Internet, die haben jetzt, und das war also eine gute Gemeinde, die haben jetzt den ökumenischen Gottesdienst gefeiert. Die haben sich eine Predigerin da geholt, die absolut gar keine Vollmacht hatte, was auch logisch ist. Die hat gar nichts. Und alle sagen, super, wie toll jetzt der Gottesdienst war. Und das geht so schleichend und irgendwann mal hast du das Ergebnis und alle sagen, ist eigentlich auch nicht schlecht. Passt euch nicht diesem Zeitlauf an. Mit was bildest du dich? Was prägt dich? Das Bild vom Frosch finde ich immer super. Wir sind heute in der Zeit, wo das heiße Wasser nicht mehr da ist, sondern das lauwarme und du sitzt da drin und du merkst gar nicht, dass es immer heißer wird. Und irgendwann bist du aufgefressen. Auch hier müssen wir wieder gucken, wo passen wir uns an? Wo passt sich vielleicht unsere Gemeinde an? Wo passt sich unser Pastor an? Wo muss ich mal vielleicht mit ihm sprechen, nicht tratschen? Vielleicht auch mal ein Geschwister dazunehmen und sagen, komm, lass uns mal an den Tisch sitzen. Aber ich muss bei mir selbst anfangen. Wo bin ich schon vielleicht falsch gebildet? Ich mache es in der Regel immer so, wenn ich in der Gemeinde komme, ob das neu ist oder alte Gemeinde, ich gehe als erstes immer an den Büchertisch und gucke, was ich da drin habe. Und dann weiß ich eigentlich schon, was solltest du predigen, was solltest du nicht predigen. Aber ich predige es trotzdem. Aber du siehst es, es sagt schon sehr viel aus über eine Gemeinde. Und deswegen, letzter Punkt, der ist kurz. Paulus sagt, also zwei Dinge haben wir gesehen. Heiligung, das ist der rechte Gottesdienst, muss gucken. Das zweite ist, ich passe mich nicht diesem Zeitlauf an. Ich gucke, dass ich mich nicht prägen lasse, in eine Form packen lasse, sondern dass ich mich in die Form packen lasse von dem, was wir jetzt sehen. Nämlich, wir sollen unsere Gesinnung erneuern lassen. Das heißt, du musst dein Denken, das tot war in Sünde, das aufgefressen war vom Teufel, musst du jetzt. Und das ist ein beständiger Prozess, der geht nicht von heute auf morgen, den musst du langsam erneuern lassen. Du musst letztendlich die Gehirnwäsche, die dir vollzogen worden ist, musst du langsam reinigen durch reine Lehre. Und das ist das Programm, was die Bibel auch für dich, wisst ihr, für jeden Einzelnen von euch hat. Du musst dich erneuern lassen durch die Erneuerung eurer Sinne. Und das steht immer passiv. Konstruktion. Das heißt, aktiv sollst du dich hingeben, du sollst aktiv dich vom Zeitgeist fernhalten, aber du sollst dich jetzt passiv verändern lassen. Das kannst du nicht tun. Du kannst es tun, indem du deine Bibel liest, betest, in Gottesdienste gehst, das Wort Gottes hörst, dann wirst du nach und nach verändert. Das ist wie die Raupe, haben wir gestern auch wieder gehört. Raupe verändert sich nicht selbst. Das ist ein Prozess. Und die Bibel sagt, du und ich, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, Geschwister. Dass ihr hier seid und ich hier seid, ist wunderbar, es ist Gottes Gnade. Ihr hört Predigten, die sind wunderbar, aber das wird euch von eins nicht wegbringen, von der Verantwortung. Ihr selbst müsst ins Wort Gottes gehen. Du kannst nicht wie ein Parasit dich von zweiter Meinung ernähren. Das geht nicht. Das ist alles wunderbar. Aber das Programm für dich ist, dass du reif wirst durchs Wort Gottes. Dass du musst es lesen. Alles, was du zusätzlich machst, ist wunderbar. Aber wisst ihr, es kommt eine Zeit, und es wird eine Zeit kommen, da werden wir uns vielleicht doch nicht mehr versammeln dürfen. Was machst du dann? Kannst du von keinem mehr abhängig sein. Und da musst du selbst reif werden. Und das ist das Problem heute. Wir haben keine reife Gläubige, sondern wir haben Kindergläubige, oftmals. Und was hast du dann? Kindergarten in der Gemeinde. Und alle schreien. Wisst ihr, wie es im Kindergarten zugeht? Ich bin froh, dass ich kein Kindergärtner bin. Ich hätte keine Nerven dazu. Aber so ist es oft in der Gemeinde. Deswegen mache ich auch Ausgleichssport mittlerweile und gehe Boxen.
Wie soll ich das ganz praktisch machen? Wie werde ich verwandelt? Letzte Bibelstelle, 2. Korinther 3,18. Ist die letzte Stelle, die man lesen will. Wie mache ich das praktisch? Da heißt es, 2. Korinther 3,18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, durchs Wort, durch Predigte, durchs Gebet, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also soweit ich mich hingebe, soweit ich mich vom Zeitgeist fernhalte und mich ganz dem Herrn anbefehle, nur noch auf ihn schaue, durchs Wort Gottes natürlich, kommt der Prozess der Verwandlung. Ja, Tag für Tag werde meine Sinne erneuert. Und wisst ihr, was dann geschieht? Das Wort verwandelt werde, ist genau dasselbe, was Matthäus 17 sagt, wo der Herr Jesus seine Herrlichkeit mal kurz auf dem Berg der Verklärung zeigt. Könnt ihr euch das vorstellen, dass wir alle so sind, dass wir jetzt dann so ein bisschen strahlen wie der Herr Jesus? Das wünsche ich uns. Auch in dieser Endzeit, wo alles so drunter und drüber geht, wo wir oft vielleicht auch verzagt sind, dass wenn wir so vorgehen, dass wir verwandelt werden. Und dann kommt zum Schluss, dann werden wir auch erkennen, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Und dann brauchen wir gar keine Angst mehr haben vor der Endzeit, sondern dann gehen wir auf die richtige Schiene. Ja, das wollen wir tun. Wir wollen noch beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort aussagst, was vor dir ein angenehmer Gottesdienst ist. Wir danken dir, Herr, dass du uns erkauft hast mit deinem Blut, dass du uns motivieren möchtest, tröstlich ermahnst, dass wir unser ganzes Sein, unseren Leib, alles, was wir sind, dir vollständig zu Füßen legen, Herr. Dafür sind wir errettet, zum Glaubensgehorsam. Und das wollen wir tun, Herr, mit unserem Mund, mit unseren Augen, mit unseren Ohren. Wir wollen aber auch da, bitte, Herr, wo mir immer wieder fehlgehe, dass wir wirklich deine Barmherzigkeit immer wieder neu empfangen dürfen, Herr. Das macht das Evangelium aus, dass wir wirklich ja, gerechtfertigt sind und dass du Mitleid hast. Wir wollen auch bitte, dass du in diesem Zeitgeist, der uns immer mehr einnimmt, Herr, dass wir klarstehen, dass wir nur an deinem Wort und sonst gar nichts Anteil haben und dass wir uns letztendlich dir so hingeben durchs Wort, dass du arbeiten kannst in uns, dass wir zum Gefäß deiner Herrlichkeit werden. Und dafür danke wir dir. Amen.